Das ist Lea. Lea Bayer. Sie übernimmt heute meinen Job als Ausbildungsleiter bei Ineos in Köln. Aber nur für einen Tag. Nach einer kurzen Begrüßung und einer Sicherheitsunterweisung besprechen wir noch ein paar Details zum Ablauf des Tages. Anschließend begleite ich Lea zu meinem Team. Wir sind 13 Leute, die sich um mehr als 200 Auszubildende und duale Studentinnen und Studenten kümmern. Lea blickt in die Runde, hört sich alles an und entscheidet. Bald seht ihr unsere Azubi-Anzeige im Kölner Wochenspiegel. Nun ist Leas Menschenkenntnis gefordert. Sie spricht mit einem jungen Mann, der seine Ausbildung bei Ineos in Köln machen will. Was ist wichtig? Sind es die Noten? Ist es sein Charakter? Ist es sein Willen, etwas zu erreichen? Es ist vor allem seine Persönlichkeit. Er passt ins Team. Wie sieht wohl sein zukünftiger Arbeitsplatz aus? Irgendwann wird er diese Anlagen, die Treppen, Apparate, Wege, Ventile, wie seine Westentasche kennen. Hier wirft Lea einen Blick in einen Spaltofen mit einer Temperatur von mehr als 800 Grad Celsius. In dem Ofen wird Leichtbenzin, auch Naphtha genannt, zum Beispiel zu Ethylen und Propylen aufgespaltet. Daraus werden Kunststoffe hergestellt, die unser modernes Leben ermöglichen. Der Bewerber wird mit mehr als 2200 Kolleginnen und Kollegen, die bei Ineos in Köln arbeiten, Teil eines großen Teams sein. Genauso wie es Lea war. Für einen Tag.